Wien ist das Einfachste von der Welt. Laut Alexander Walzer, Inhaber eines der größten Schnäppchenkaufhäuser Europas. Er muss es wissen. Ich habe auf der Straße gewohnt, bin Multimillionär. Also irgendwas gibt mir ja recht. Aber was macht ihn so erfolgreich und wie tickt der Selfmade-Millionär? Also mal unterm Strich, ich bin einfach nur hammerliebenswert und unglaublicher Knallertyp. Ob das stimmt, finden wir jetzt heraus. Morgens um 10 Uhr in Bad Gandersheim, Niedersachsen. Ladenöffnung. Das übernimmt Alex, so oft es geht, selbst. Guten Morgen, hereinspaziert, guten Morgen. Offensiv und mit großer Klappe motiviert er die Kunden gleich zum Kaufen. Recht herzlich willkommen bei uns im Rambazamba-Markt. Hauen wir ihn raus und machen ihn da einen Sonderpreis dran. 10 verschiedene Modelle Kaffeemaschinen. Nehmen Sie das mit? Alex ist seit 30 Jahren im Geschäft und besitzt den wahrscheinlich größten und bekanntesten Schnäppchenmarkt Deutschlands. In allen Medien ist er vertreten und bekannt wie ein bunter Hund. Sogar mit eigenem Wikipedia-Eintrag. In seinem Laden gibt es fast alles. Vom billigen China-Ramsch bis hin zu Markenprodukten. Aber vor allem Sachen, die deutsche Produzenten aus verschiedensten Gründen nicht mehr verkaufen. Wir bekommen die günstiger, weil die einfach neue Verpackungen gemacht haben. Alex verkauft die restlichen alten zum Schnäppchenpreis. Ebenso ungeliebte Farbvarianten oder Artikel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft. Auch durch Insolvenzen oder Unfälle kommt er an Ware. Der Lkw-Fahrer musste irgendwo an der Ampel mal bremsen. Es drückt eine Palette, ein Eimer geht auf, ist gedrückt oder Waffeln sind kaputt. Jetzt wird das angeliefert beim Discounter. Der Lagerist guckt das an und sagt, oh, wir nehmen alle 4 Paletten nicht an. Ist ein Warenwert von 1.000 Euro, kriegst du für 300. Möchtest du haben? Sag, schicken. Wie ist denn das denn so, wenn man quasi Profit mit Sachen macht? Aus Fehlern anderer. Das ist halt immer so. Die Alternative wäre wegschmeißen. Was ist besser? Ich glaube, verkaufen ist besser. Ein anderer verliert, Alex gewinnt. Wir lernen ihn am Drehtag besser kennen und merken, er gibt auch gern. Der Grund dafür liegt in seiner Vergangenheit. Ich hatte selber auch nicht viel, also im Gegenteil, und musste mir auch immer alles ansparen. Jedes Fahrrad, jedes Kind hatte ein Fahrrad, ich hatte keins. War froh, wenn mir jemand was billiger gegeben hat. Mein Ansporn ist eh immer, dem Kunden, der weniger Geld hat, Ware zugänglich zu machen, die er sich sonst so vielleicht nicht leisten kann. Dankeschön. Natürlich verdient er trotzdem Geld daran. Seinen Drang, die Ware aber billig anbieten zu können, bekommen vor allem die Händler zu spüren, die Alex neue Ware verkaufen wollen. Ahmed! Ahmed, der eigentlich Dennis heißt, macht schon seit Jahren mit Alex Geschäfte. Jeden Lieferanten drückt er bis zum letzten Tropfen aus, nur damit er sagt, nein, ich muss noch 1 Euro billiger für meine Kunden werden. 1 Euro noch mal billiger für meine Kunden. Ja, und dann müssen wir immer halt bluten, aber man verdient ja trotzdem was, ne? Aus Musterstücken sucht Alex die Artikel aus, die im Laden gut laufen könnten. Wie diese Faszienrolle. Normalerweise 2,99 für dich direkt 2,25. Ich denke, dass sich das gut verkaufen lässt, wenn er 2 Euro macht. Solche Rollen gibt's sonst ab 20 Euro, ja. Bei Alex später für die Hälfte. Machen wir doch 2 Euro, das sind 300 Stück ungefähr. Ja, dann kannst du die aufschreiben. Ja? Na, Gartenschlauch, sehr gut. Sehr gut. Ohne lange Handeln, 3,99. Ist sich Alex nicht sicher, was der Artikel wert ist, scannt er den Strichcode mit der Handykamera und checkt, was der im Internet kostet. Und dann kann ich sehen, was dieser Artikel im richtigen Leben kostet. Und das ist der billigste Preis draußen. Und er sagte dann 3,99. Das heißt, wenn ich das dann für 6,99 oder so verkaufe, bin ich unschlagbar und habe den halben Online-Preis. Das kann man ruhig mal sagen. 14,95? 14,95 ist der billigste. Alles richtig gemacht. Deswegen brauche ich auch hier nicht mehr weiter verhandeln. Weißt Bescheid. Wir hätten uns die Verhandlungen härter vorgestellt. Ist das jetzt alles nur Show für die Kamera? Ich verhandle aber nicht gewissenlos, sondern ich verhandle auf einer freundschaftlichen, netten Basis. Ich pöbel auch mal rum, aber ich bin jetzt nicht der ultra boshafte, garstige Mensch, der nur dadurch Erfolg hat, dass er andere über den Tisch zieht. Und das zahlt sich auch beim Verkaufen aus. Für die Kunden gibt's immer wieder neue Artikel im Sortiment. Alex' wichtigste Verkaufsstrategie ist aber eine andere. Der wichtigste Trick beim Verkaufen ist eigentlich gar kein Trick, ist einfach Persönlichkeit. Hallo, guten Tag, na alles klar, na wie geht's und so.
Trotzdem nutzt Alex auch andere Tricks, damit die Kunden besonders viel kaufen. Wenn man reinkommt, haben wir natürlich Abnahmeartikel, sodass die ersten 5, 6, 7 Meter natürlich gleich der Kunde 4, 5, 6 Sachen im Wagen hat und hat dann natürlich das Gefühl, oh, jetzt komme ich in Kaufstimmung. Ein gern genommener Trick ist, so auf einmal einen Artikel irgendwo hinstellen, der gar nicht dazu passt. Was passiert? Genau diese Reaktion. Hä? Der Kunde läuft und sagt, hä? Und schon hat er es in der Hand. Bombenpreis 66 Cent. Pfeffer, Salz, Standard. Und die raushauen. Weil dann kaufen Leute viel. Das Konzept funktioniert. Letztendlich sieht man dann so viel Krimskram, was auch günstig ist. Die Kohle wollte ich zum Beispiel gar nicht haben. Aber bei dem Preis nimmt man die natürlich mal mit. 5 bis 10 Teile immer mehr. Eigentlich ganz normal. Das war ein guter Preis, habe ich mehr von genommen. Manche fahren auch mal 200 Kilometer weit, um hier einzukaufen. Und Alex lässt sich ständig etwas Neues einfallen. Mit eigenem YouTube-Kanal und sogar eigener App sticht er die Konkurrenz aus. Ich bin seit 30 Jahren mehr als erfolgreich. Ich habe auf der Straße gewohnt, bin Multimillionär. Also irgendwas mache ich ja richtig. Geld verdienen ist das Einfachste von der Welt. Wenn man mal die Gedanken davon weglässt, wenn man nicht immer so dem Geld hinterher rennt, wenn man mal einfach vernünftig, ordentlich seine Arbeit macht, mit Passion, mit Herzblut. Allerdings hat auch Alex klein angefangen. Er nimmt uns dahin mit, wo im Teenageralter alles begann. Auf den Flohmarkt. Früher war das so, dass wenn jemand einen Keller zu räumen hatte, dann gab es Sperrmüll. Abends sind dann die Leute immer rumgefahren, die halt weniger hatten und haben das eingesammelt. Ich bin auch los und habe das auch eingesammelt mit dem Bollerwagen. Hab geguckt, was kann man noch gut gebrauchen, was kann man noch verkaufen. Alex bringt sich dort selbst das Handeln und Feilschen bei. Die Kunst ist ja, ruhig zu bleiben. Ja, so irgendwie, okay, du guckst das an, ordentlich, das ist das, was du willst. Dann fragst du hier mal, was das kostet, interessiert dich ein Scheiß eigentlich. Ne? Was denn hiermit? Interessiert mich auch nicht. Ja, was willst du dafür? Dann merkt er schon, bist ein bisschen gelangweilt. Ja, und dann sagt er dir vielleicht schon einen Preis, weil er dich locken will. Aber das ist ja das, was du eigentlich willst. Ein weiterer Tipp von Alex: Dinge nicht schlecht machen und immer freundlich sein. Wenn es mit dem Preisdrücken nicht klappt, fragen, ob es dafür etwas anderes dazu gibt. Hab dann mit 20, 22 schon Porsche gefahren, alles gut. Und hab dann halt auch mal probiert, so wie was die Welt des Alkohols und der Drogen zu bieten hatte. Und dann verlierst du halt auch alles, bis dass du auf der Straße wohnst. Das passiert natürlich auch. Ich bin seit 28 Jahren trocken, nüchtern und clean. Mit 23 beginnt er komplett von vorn. 2008 kauft er dann eine alte Tennishalle und baut sie um zu seinem gigantischen Billigkaufhaus Ramba Zamba. Das ist meine Droge heute. Meine Droge ist Geschäft. Und das gehört heute mit einer Verkaufsfläche von 4.300 Quadratmetern zu den größten Schnäppchenmärkten Europas. Alex hat eine klare Vorstellung, wie es da drin aussehen soll. Boah, Alter, wie es hier aussieht. Keine Sau, ganze Woche ganz genau gar nichts gemacht. Nein, nein. Guck mal, hier wird alles rumgelegt. Guck mal, wie es da aussieht. Guck mal, wie es hier aussieht. Guck mal, wie es hier aussieht. Das ist nicht von einem Tag. Ey, das sieht aus, wie wenn hier eine Bombe eingeschlagen hätte. Bitte einmal vernünftig machen. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich bin bestimmt kein guter Chef, weil ich oft auch austeile und mache und tue. Aber ich denke, dass du bei mir schon einen vernünftigen Arbeitsplatz hast. Sonst sind so viele Leute, die meisten Leute, 80-90% unserer Leute, sind 10 Jahre plus bei mir. Also, das sind Familienmitglieder. Damit am Ende alle aus der Familie auch etwas auf den Teller bekommen, müssen die Kunden aber natürlich vor allem eins: kaufen. Aber wie sieht's denn bei Alex aus? Kauft er auch im eigenen Laden ein? Die Personenwaage habe ich übrigens. Die benutze ich selber. Ich habe einen Staubsauger, ein Vorgängermodell von dem. Da war der hier oben silber. Wenn die Leute sagen, wie sieht's denn bei dir zu Hause aus? Ich sage, guck dich hier um. Ungefähr so wie hier, nur dass da noch ein Sofa und ein Bett steht. So sieht's bei mir aus. Sehen dürfen wir sein Zuhause aber nicht. Trotzdem gibt er uns einen Eindruck vom Familienmenschen Alexander Walzer. Viele Menschen denken immer, wenn du dir was leisten kannst, dass das dich glücklich macht. Nee, das sind eher so die Kleinigkeiten. War ich mit meiner Tochter jetzt im Urlaub und habe mich unglaublich darüber gefreut, die ganze Zeit mit meiner Tochter zusammen zu sein. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Essen dagegen schon. Aber wer denkt, Alex gönnt sich jeden Mittag das mit Gold überzogene Steak, liegt falsch. Es gibt Quark mit Haferflocken. Das muss ja nicht teuer sein. Das ist ja Schwachsinn. Wenn du irgendwo hingehst und
dann irgendwie hier schickimicki und zahlst für ein Frühstück 200, da bist du nicht geboten, dann hast du einen Dachschaden. Ja. Und wenn du das am besten machst, ist noch in Monaco und fährst mit dem Auto vor die Tür und zahlst noch 500 für den Parkplatz, dann bist du ganz schlau. Wenn wir schon nicht zu ihm nach Hause dürfen, wollen wir wenigstens von Alex langjährigem Freund Ingo erfahren, wie er den Schnäppchenprofi so erlebt. Er gönnt sich manchmal was, aber das weiß er auch zu schätzen, weil er dafür auch lange gearbeitet hat. Natürlich kauft man sich mal eine Rolex. Bin ich jetzt der Rolex-Träger? Nee, ist nice to have, weil wenn die morgen wieder weg ist, kann ich auch mir eine Uhr für 1,99 aus dem Laden umbinden. Er muss immer zusehen, er muss immer handeln. Also mal unterm Strich, ich bin einfach nur hammerliebenswert und unglaublicher Knallertyp. Mal bringen wir es mal auf den Punkt. Ja, das denkst du so. Für andere ist das ein bisschen anstrengend. Auf den ersten Blick selbstverliebt und immer auf Zack. Auf den zweiten lernen wir Alex auch als hart arbeitenden Menschen kennen, der sich ehrlich freut, wenn seine Kunden ein Schnäppchen machen.